Hi, Andreas hier von Gute Ukulele. Heute mit einem Video über Gurtpins. Ich bekomme fast täglich Anrufe und E-Mails mit Fragen zu Gurtpins. Wie bohre ich die an? Wo bohre ich sie an? Was für Produkte soll ich nehmen? Dass ich dachte, ich mache mal ein Video und schildere meine Sicht, meine persönliche Sicht auf das Thema Gurtpins und Gurte. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein großer Freund von Gurten am Instrument, sei es jetzt Ukulele oder Gitarre oder Banjo. Als ich vor ungefähr 40 Jahren das erste Mal live auf der Bühne stand und Gitarre spielte und im Stehen gespielt habe, war ganz klar, da mache ich einen Gurt dran. Und da gab es überhaupt keine andere Alternative damals dazu. Als ich dann später Banjo spielte, Mandoline spielte, Dobro spielte, habe ich natürlich alle Instrumente mit Gurt gespielt. Und als ich vor ungefähr 20 Jahren das erste Mal mit einer Ukulele auf der Bühne stand, das war eine kleine Sopran-Ukulele, habe ich es beim ersten Mal ehrlich gesagt versucht, das Ding so zu halten und zu spielen und habe mir eigentlich, wenn ich dann Solo gespielt habe und hier oben war, immer mit der rechten Hand auf die Finger gehauen und dachte, nee, das kriege ich irgendwie nicht hin und habe Gurtpins an das Instrument gemacht. Und seitdem spiele ich meine Ukulelen alle mit Gurt und Gurtpins. Es gibt verschiedene Arten, einen Gurt am Instrument zu befestigen. Es gibt Gurte, die hängt man ins Schallloch ein, entweder mit einem Haken oder mit zwei Haken dann oben und unten. Die habe ich auch ausprobiert, musste aber feststellen, dass die zwar verhindern, dass das Instrument runterfällt, aber in dieser Richtung überhaupt nicht stabilisieren. Das hat mir also gar nicht gefallen. Und es gibt auch Leute, das habe ich früher auch gemacht, die benutzen die Gurtausgangsbuchse, die Tonabnehmerausgangsbuchse für den Gurt und knüppern dann die andere Seite hier oben an die Kopfplatte fest. Kommen wir kurz zu dieser Seite. Ich bin kein Freund von diesen Festknüppern. Erstens finde ich, dass wenn der Gurt hier über den Halsfuß läuft, gibt es dem Ganzen noch etwas mehr Stabilität. Ich finde auch manchmal, je nachdem, wie man ihn befestigt, dass diese Strüppe mir im Weg wäre, meinem Daumen im Weg wäre. Und dritte Argument für mich, eins ist eigentlich das Wichtigste, wenn ich mein Instrument in einen Koffer tue, dann passt der Gurt meistens nicht mit rein. Diese Cases sind ja so eng, dass das Instrument nicht wackelt und dann passt kein Gurt mehr rein. Dann müsste ich jedes Mal diese Knoten lösen und wieder anknoten. Das war also nicht das Richtige für mich, was die Seite angeht. Tonabnehmerausgangsbuchse. Ich habe früher jahrelang den Gurt daran gemacht und ich kann nicht zählen, wie oft der Gurt abgerutscht ist. Live auf der Bühne war das nicht so ein großes Problem, weil ja da das Kabel steckte und dann ist eben an dem Stecker von dem Kabel ist der Gurt hängen geblieben. Man hat sich natürlich kurz erschrocken und mal verspielt, aber das Instrument ist nicht runtergefallen. Das allerdings ist passiert bei einer Probe. Da habe ich so dagestanden und dann ist der Gurt oben von der Tonabnehmerausgangsbuchse abgegangen und wupp, war leider die Kopfplatte abgebrochen und das Instrument war hinüber. Und damit mir sowas nicht nochmal passiert, habe ich mich auf die Suche gemacht nach diesen Security Locks. Es gibt einige Firmen, die Security Locks anbieten. Die habe ich mir alle bestellt und habe ausprobiert, was dann für mich das Richtige war. Und habe erstaunt festgestellt, dass alle Hersteller bis auf einen folgendes Prinzip anbieten. Wir haben einen Gurtpin, der mit dieser Schraube reingebohrt wird. Das ist ganz normal. Und dann haben wir ein Gegenstück und dieses Gegenstück kommt in den Gurt. Und erstaunlicherweise war es bei allen so, um den zu lösen, ist hier oben einen kleinen Kopf, an dem zieht man in diese Richtung. Dann löst sich in einer Orientierung, die auch unterschiedlicher Natur ist, aber im Grunde genommen muss man immer noch in diese Richtung wegziehen. Und dann muss ich nach unten diese Schiene quasi von dem Pin runterschieben. Das heißt, ich ziehe nach da und schiebe nach da. Das war jetzt nicht unbedingt so bequem beim Ausprobieren. Und dann stellte ich fest, dass die Firma Lox, das ist ein deutsches Produkt, die eigentlich eher aus dem Persenning-Bereich diese Produkte angeboten haben, also für Cabrios oder für Segelschiffe, dass es bei denen folgendermaßen geht. Zack. Ne, auch hier habe ich oben einen Kopf, ich zeige das gleich nochmal ein bisschen näher. Und den ziehe ich auch nach oben weg, aber dann löst sich auch der Gurt in diese Richtung. Ich muss also nicht plötzlich 90 Grad verschoben irgendwo anders hinziehen. Ne? Und dachte, okay, das ist das Allerbeste. Der Vorteil ist auch, der Pin, der drin ist, ist einer der kleinsten von diesen Security Locks. Das ist nur so ein kleiner Kugelkopf. Das finde ich auch schön. Wenn der Gurt nicht dran ist, dann habe ich nicht da so ein Riesenmonster. Und zweiter großer Vorteil, diese Teile klappern nie. Andere Produkte, will nicht sagen, welche Firma, war so, dass immer so ein leichtes Schöppern war. Das mag man nicht mehr hören, wenn man E-Gitarre oder E-Bass spielt und über einen Verstärker spielt bei einem akustischen Instrument.
war das ein No-Go. Und deswegen habe ich mich für diese Loks entschieden. Zeig nochmal jetzt die Position, wo ich diesen Gurtpin einbohre. Einmal hier in den Halsfuß. Ne? Jeder Hals einer Ukulele ist aus massivem Holz. Das die Ukulele, die ich kenne. Da kann also unbesorgt ein Gurtpin reingeschraubt werden. Ich bohre vor mit einem Holzbohrer 2 mm und dann schraube ich das rein. Achtung, es gibt Instrumente wie die Pono Tenors, die haben einen Metallstab, einen Halsstab drin. Da sollte man ein bisschen schauen, dass man da nicht gegenbohrt. Und der zweite Pin kommt hier hinten ran. Das sieht jetzt etwas komisch aus. Diese Koaloa habe ich von den Jungs geschenkt bekommen, als ich das erste Mal da war. Dann haben sie so in so einem Nebensatz gefragt, sag mal, welche Größe spielst du denn und so. Und auf der Bühne mit Mikro oder mit Pickup. Und dann habe ich gesagt, Tenor und spiele natürlich mit Pickup. Und dann habe ich einen Kollegen bestellt und als ich die bekam, war das Instrument dabei. Haben sie mir geschenkt. Super. Spiele ich seitdem, bin begeistert von dem Instrument. Und sie haben natürlich die Pickup-Buchse in die Mitte gemacht. Und dann habe ich diese Strecke hier zwischen Pickup-Buchse und Decke halbiert und habe da den Gurtpin reingemacht. Ich habe oft Kunden, die möchten beides, Pickup und Gurtpin haben. Dann mache ich das dann so, dass ich diese Strecke hier drittele. In das untere Drittel kommt der Tonabnehmer, in das obere Drittel kommt der Pin. Dann sieht es symmetrisch aus und man hat ein bisschen mehr Platz, um das Kabel einzustecken. Und auch die Gurtenden bei dieser Konstruktion hier dürfen die nicht so dick sein. Hier hinten, das Gegenstück vom Loks drin ist. Wenn ich jetzt einen breiten Gurt habe, dann kriege ich den hier nicht dazwischen. Bei den Gurten, die ich hier habe, dieses Slims, da wäre das kein Problem. Aber wie gesagt, wenn es neu installiert wird, dann drittel ich das. Ich würde stark abraten, den Gurt, die Tonabnehmer-Ausgangsbuchse als Befestigung für den Gurt zu benutzen. So, das war die Firma Loks. Halt noch einmal auf dem Foto, was ich das erste Mal von denen gesehen habe, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist einmal diese, das sind vier Teile drauf. Einmal diese Schraube, dann haben wir hier dieses kleine Teilchen, diese kleine Scheibe, dann das Gegenstück, dieser Kopf, das habe ich noch verstanden, und dann da dieses kryptische Werkzeug dabei. Es ist eigentlich dazu gedacht hier, dass man den Gurtpin damit einschraubt. Das habe ich das erste Mal gemacht und habe mir das so in den Finger gehauen, dass es geblutet hat. Man hat natürlich überhaupt keine Gewalt damit und kann keine Kraft ausüben. Da habe ich mir jetzt ganz normal so einen Maulschlüssel gekauft und mache das damit fest. Aber ich brauche die andere Seite. Diese beiden kleinen Teilchen hier oben, die brauche ich, um diese beiden Teile im Gurt zu befestigen. Und zwar muss das Gurtloch auf 1 cm Durchmesser erweitert werden. Und dann von der einen Seite kommt dieses Scheibchen rein, von der anderen Seite, der Gurt ist jetzt dazwischen, schraubt man dieses Ding hier fest. Und damit das wirklich festhält, gibt es jetzt dieses Teil, das greift in diese beiden Löcher ein, die hier sind, und dann drehe ich das fest. Ja, das ist ein bisschen verwirrend auf den Fotos. Das war das Produkt der Firma Loks, gibt es in Nickel, gibt es in Schwarz, gibt es in Gold. Und als einziges Alternativprodukt biete ich die Planet Waves Elliptical Endpins an. Ne? Klar zu sehen, warum die Elliptical Endpins heißen. Und durch diese Form rutscht der Gurt da auf keinen Fall ab. Aber man kriegt den Gurt eigentlich auch nicht ab. Außer man leiert das Loch so aus, dass er dann schon wieder abrutschen kann. Meine Logik in dieser Sache ist, möchte ich einen Gurt an- und abmachen, dann gibt es nichts Besseres als die Loks. Möchte ich den Gurt immer am Instrument lassen, ich habe überhaupt kein Interesse daran, es abzumachen, dann tun es diese Planet Waves ganz genauso. Und zwar würde ich dann diese Gurtpins mit dem Gurt, also ich würde quasi von oben, ne, hier ist es ja ein bisschen schmaler, von oben den Gurtpin in den Gurt drücken und dann mit dem Gurt zusammen ans Instrument anbohren. Dann geht der Gurt nicht ab, aber dann geht er auch nicht ab. Also, Gurt immer dran, Planet Waves. Gurt auch mal ab und genauso sicher Loks. Das war meine Sicht auf das Thema Gurte und Gurtpins.